Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever. Ihr seht schon, wir waren in der letzten Folge fleißig, haben hier einiges an den Linien ausgebaut, also beziehungsweise an den Schienen erstmal ausgebaut. Und heute soll es darum gehen, die Linien weiter anzuschließen und anschließend die Lebensmittelverteilung hier ein bisschen anzukurbeln. Das heißt, wir brauchen ja viel, viel Potenzial, was wir hier noch abtransportieren können. Deswegen lasst uns am besten gleich mal loslegen und die entsprechende Linie hier anlegen. Das heißt, wir fahren hier, dann da und wir halten hier in der Endstation. So, hier passt das alles, hier passt das alles und hier müssen wir eigentlich wieder auf die andere Seite. Also auf die, ihr wisst schon, auf die andere, auf das andere Gleis. Erstmal hier Lebensmittel, damit wir auch wissen, welche Linie das ist. Und jetzt glaube ich, brauchen wir hier unten. Ich glaube, hier können wir noch eine Weiche gebrauchen, dass wir hier auf ein anderes Gleis kommen. Wir setzen hier nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Signal ist, aber setzen wir hier nochmal hin, so. Das heißt, ja, wobei, warte mal, nee, das ist ja, nee, das ist noch gar nicht so schlau. Bleib mal lieber. Oh, jetzt haben wir das ganze Gleis hier mit abgerissen. Das sollte natürlich auch nicht sein. So, pass auf, das ist ganz gut, wenn er hier erstmal auf dem Gleis bleibt. Und dann möchte ich ihn gerne von hier. Krümmung zu groß. Okay. So, aber theoretisch müssten wir ihn doch von hier auf das andere Gleis bekommen. Nämlich ungefähr so. So, ne? So ist das schon viel besser, weil so sind wir hier wieder in den richtigen Bereichen. Fahren entsprechend hier rüber. Das passt auch. Und hier wird es wieder einspurig. Und da fahren wir hier rüber. Insofern, das passt erstmal ganz gut. Hier brauchen wir noch ein Signal. Ich weiß immer nicht, welches Signal. Nehmen wir mal so eins hier. Einmal dahin. Okay, Freunde. Alles elektrifiziert haben wir hier, glaube ich. Das sieht erstmal ganz gut aus. Hier müssen wir mal LKWs auf die Strecke bringen. Das können wir mal eben machen, bevor wir den Zug auf die Strecke bringen. Hier haben wir ein Depot. So, die besten LKWs haben wir halt noch nicht, ne? 2, 3, 4, 5. Den hier zuweisen alle. Wo sind wir denn hier? Lehrberg. Lehrberg. Nahrung. Nee, Lebensmittel. Lehrberg. Die Strecke hatten wir gebaut. Mal gucken, wir haben es jetzt 1962, ja okay, 1962, das dauert noch ein bisschen mit neuen LKWs, Freunde. Pass auf, jetzt habe ich es gesagt und, nee, eine neue E-Lok. Ja, müssen wir gleich mal gucken, welche Lok wir auch auf die Straße setzen, nicht wahr? Da ist ja einiges. Haben wir hier kein Fahrzeugdepot? In Bad Staffelstein? Das kann ich ja eigentlich gar nicht glauben. Aber scheinen wir tatsächlich nicht zu haben. Das lässt sich ändern. Das lässt sich ändern. Wir brauchen auf jeden Fall eins. Also das, da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Aber warte mal, das. Ich würde fast vorschlagen, das setzen wir mal hier mit dran. Ne, damit wir hier so ein bisschen industriellen Charakter aufbauen. 1, 2, 3, 4 würde ich sagen. Linie zuweisen, Bad Staffelstein Lebensmittel.
und dann gondelt ihr doch mal los. So. Das heißt, unsere LKW-Linien haben wir in place. Und jetzt werden wir uns mal um den passenden. Kommen wir von da auf die andere? Ja, kommen wir. Um den passenden Zug kümmern. Er sollte natürlich elektrifiziert sein. Meiner Meinung nach. So, jetzt haben wir aber nur noch 3 Millionen. Das ist natürlich jetzt gerade alles andere als ideal, ne? Ich fürchte, da müssen wir nochmal ein paar Augenblicke warten. Oder wir... Was nehmen wir denn da für eine? Die hat bis 2005er Baujahr. Die sind halt schon wieder... Ah, hier. 1968. Oh, das ist nicht mehr lange. Ah, ne, warte mal. 40 Jahre Lebensdauer. Okay. Baujahr bis 2005. Weiß nicht, ob ich die unbedingt nehmen will. 8 Millionen, 9 Millionen. Oh, wir haben gerade mal 1 Million auf dem Konto. Naja, okay. 120, 66 Tonnen, 40 Jahre Lebensdauer. Können wir hier die Farbe ändern oder so? Okay, wir gucken mal. Wir brauchen ja auch ein bisschen Kohle für... Ja, wir haben jetzt 4 gekauft, ne? 4 Millionen, 2 Millionen minus 7 Millionen Darlehen. Das müssen wir auch mal ein bisschen abbauen. Aber es hilft ja nichts, Freunde. Lasst uns... Wir nehmen noch ein bisschen auf, oder? Warte mal, wir brauchen 5 Millionen. Plus dann noch Waggons. A 800.000. Davon würde ich gerne... Ja, mindestens 8 nehmen. Das ist eine ganze Menge Geld, die wir hier... die wir jetzt drauf zahlen müssen. Warte mal, wir hatten eben noch... Fahrzeuge, die wir austauschen mussten. Da können wir noch mal eben schauen, wo wir die ältesten haben. Warte mal, so. Automatischer Fahrzeugersatz. Hier können wir das auch noch mal eben machen. Müssen wir jetzt eben mal gucken, wo das ganze Geld bleibt, ne? Fahrzeugersatz mit dem, ne? Ja. Ein. Oh, hier haben wir noch. Hier haben wir noch ältere. Das Problem ist, wenn man die Fahrzeuge immer so lange drin lässt, dann wird das halt nicht so gut. Konfiguration, die sollen Kühe transportieren. Und hier habe ich den Fehler gemacht, hier habe ich nicht so viel gemischt. Irgendwo habe ich... Nee, habe ich gar nicht. Ja, ist ja auch gut. Ich dachte, ich hätte irgendwo gegebenenfalls zu viele verschiedene Fahrzeuge auf einer Route. Aber das scheint doch nicht der Fall zu sein. Okay. Ich werde das eben nochmal hier einstellen, weil dann müssen wir uns da schon mal nicht mehr darum kümmern. Das ist dann schon deutlich entspannter. Einmal ein. So, dann haben wir hier noch die Waren. Hier machen wir das mal eben ein. Okay. 5 Millionen. Alles klar. So, das heißt, die werden jetzt nach und nach ersetzt. Da müssen wir uns schon mal nicht mehr darum kümmern. Wir können uns jetzt darum kümmern, dass wir nochmal ein bisschen Kredit aufnehmen, würde ich vorschlagen. Und dann uns diesen neuen Zug anlegen. Momentan. Oha, jetzt werden die ganzen Fahrzeuge ersetzt. 4,8, ja doch, wir nehmen glaube ich die hier. 4,8 Millionen. Die anderen sind nämlich nur 9 Millionen und so weiter. Und das muss ja nicht sein. 4,8. Wir brauchen ein bisschen mehr hier. 15, so. Das heißt, die Lok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay. Linie zuweisen. Das ist die Linie Lebensmittel. Weg zur Haltestelle kann ich nur elektrisch.
Okay, Freunde. Da müssen wir noch mal gucken. Schienen verbessern. Hier ist alles elektrisch. Jawohl, hier ist alles elektrisch. Hier ist alles elektrisch. Hier ist alles elektrisch. Wo ist denn hier nicht was nicht elektrisch? Haben wir irgendwas nichts Elektrisches gebaut? Kann das sein? Hier ist alles elektrisch. Da ist alles elektrisch. Kann höchstens sein, dass... Nö, der Bahnhof ist auch elektrisch. Das gibt's doch nicht. Okay, lass uns hier nochmal eben nachverfolgen. Also, wir kommen hier. Hier ist auch alles elektrisch. Jetzt fängt nämlich das Gesuche an. Hier ist alles elektrisch. Hier ist auch alles elektrisch. Hier passt alles. Hier fahrt zwar noch eine Dampflok, aber die soll uns nicht weiter jucken. Wir brauchen die Stellen, die noch nicht elektrifiziert sind, Freunde. Was hier aber überall der Fall ist. Elektrisch, 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 elektrisch. Der Bahnhof ist elektrisch. Die Geschichte hier ist elektrisch. Will er mich verkackeiern? Wo ist denn hier was nicht elektrisches? Herko. Ah. Kann es sein, dass er das hier meint? Okay. Nee, stopp. Kann man sein, dass man das Teil aufrüsten muss? Oberleitung, ja. Nein, ne? Wir müssen jetzt... Oh. Okay. Oberleitung, ja. Anwenden. Züge kaufen. Ich fasse es nicht. Kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linie zuweisen. Lebensmittel. Los geht's! So, ja, er muss natürlich jetzt erstmal hier auf freie Wege warten. Wir können vielleicht hier vorne nochmal ein Signal hinsetzen, dass er zumindest schon mal aus dem Depot rausfahren kann. Das wäre ja schon mal was. Da kommt unser gutes Stück. So, ja, er muss jetzt hier erstmal warten. Auf wen auch immer. Weil eigentlich könnte er ja... Ach so, hier hinten sind noch. Ich verstehe. Aber eigentlich... Warte mal. Wenn wir... ich sag mal hier nochmal Signalbrücken hinsetzen. Ich hoffe mal nicht, dass wir dann zu viel von der... Ah, nee, das war jetzt schlecht. Jetzt kollidieren die sich hier drüben. Nee, pass auf. Welche Linie ist denn das? Die hier? Ja, die. Okay. Das heißt, wir sind hier in Bad Staffelstein und wollen hier aber auf Terminal 2. Das ist nämlich eine coole Funktion, dass man hier entsprechend neue oder andere Terminals oder andere, na, ihr wisst schon, andere Gleise vergeben kann, ne? Dass die Züge einfach auf andere Streckenabschnitte hier gelenkt werden können, sodass man hier eine schöne Verteilung hat.
So, und jetzt fahren hier die Züge wunderbar. Das ist doch ein schönes Bild, oder? Ein schönes Bild. Und ich würde sagen, mit diesem Bild verabschiede mich für diese Folge auch schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid bei Transport Fever, wenn es weitergeht. Ich würde sagen, wir bauen dann nochmal die ganzen Güterstrecken weiter aus, erschließen uns noch neue. Und wir haben ja hier oben, guck mal, wir haben ja hier oben noch richtig viel, was wir noch gar nicht erschlossen haben. Ich würde sagen, da machen wir uns das nächste Mal dran. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen und einen Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wie, wenn es wieder heißt Let's Build Transport Fever. Liebe Freunde, ich wünsche euch was. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.